Was kann man in einer Minecraft-Survival-Welt in 5000 Stunden schaffen? Hier im Video seht ihr unsere Stadt San Massimo vor dem Baubeginn und 100 Tage danach. Ihr werdet sicher schon bemerkt haben, dass unglaublich viel gegraben wurde. Es wurden Berge abgetragen, es wurde der Fluss vergrößert, es wurden so viele Gebäude gebaut, es wurden hohe Türme gebaut, es wurden Burgmauern gebaut. Das Terraforming bei diesem Projekt war wirklich extrem. Es war schon sehr interessant zu sehen, wie aus den kleinen Anfängerhäusern riesige Türme wurden. Es war ein wirklich schönes mittelalterliches Projekt. Und weil so viele Spieler mitgemacht haben, ist San Massimo auch so unglaublich vielseitig. Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, 100 Leute können innerhalb von 5000 Stunden enorm viel schaffen.